Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asylambda Influenze. Ja, ich habe gesagt, ich mache noch eine Folge weiter. Eigentlich wollte ich mal ein bisschen weiter fortschrittlich euch das zeigen. Ich habe dafür im Entwickler auch einen Befehl gekriegt, um die G-Konsole zu aktivieren. Allerdings geht das leider irgendwie nicht. Es hieß, man müsste die Alt-Taste, ich habe es schon im Spiel probiert, im Hauptmenü überall, Alt-Taste plus Shift-Taste plus P drücken und dann müsste eigentlich die Konsole aufgehen. Macht's aber leider nicht. Keine Ahnung wieso, ich weiß nicht genau. Ich sehe gerade, warte mal, das Spiel ist gar nicht ein Vollbild. Moment. So. Das Spiel, genau, okay. Ja, ich nehme gerade OBS auf, also das andere nicht wirklich wollte. Dementsprechend gab es ein bisschen Verschiebung. Gut, ich starte dann die neue Mission. Bin schon letztens aufgefallen, das bin ich schon wieder nicht ganz, meinte mal. Sind wir gegen 16 zu 9. Jetzt will ich das kurz umschieben, Moment. So. Jetzt hat es wieder einen kleinen Balken, aber dafür... Der Ball fällt mal auf, weil es eh schwarz ist. Okay. So. Aber ich kann sogar in meine anderen Option gehen, oder? Ja, das ist das falsche Game Test. Ich muss natürlich nicht meinen Browser aktivieren, sondern das Spiel eigentlich. So. Okay. Gut, machen wir so in diesem Auto-Game-Check so. Folge 2 vom Spiel. Gut, Mission starten. Wir schauen, was es uns gibt. Ihr seid, da seid ihr schon wieder. Nochmals herzlichen Glückwunsch zu Ihrer letzten Mission. Nehmen Sie nun den gesamten Bereich unter Ihre Kontrolle, um das Gelernte in Praxis umzusetzen. Okay. Also, wir sind schon, welche Punkte wir haben. Die sehr gut, wir haben hier 5, das heißt, wir schicken den mal hier rüber. So, somit sollte das mal kein Problem sein. 777. Das ist 2 aus 2, das heißt, hier schicken wir die hier rüber. Genau, das haben wir schon mal. Okay. 8, ja, dann schicken wir die hier, die Kreise hier hoch. Okay. So, wir nehmen die mal ein ohne Probleme. Wenn wir so mehr als die Hälfte haben, dann hat man das Gebiet übernommen. Sehr gut. Okay. So, jetzt haben wir. So, kurz schauen. Ich krieg den an. Wir haben hier 7. Was kann ich denn ausschweren? Mach ich mit allem, oder? Achso, ich sehe es gleich. Okay, 7. Ja, da mit dem Kreuz drin. Da haben wir das auch ohne Probleme. Gut, mal gleich schauen, was jetzt passiert. So, einige Großsysteme verlangen mehrere Emissär und ihren Einflussfall nicht vergessen. Ja, das haben wir gekriegt. Also wir haben hier 2, 2, 5, 2, 1, 7, 8 von denen, 6 von denen. Okay, schicken wir das hier rüber. Dann haben wir die nämlich mal. 2, eigentlich die hier rüber. Dann haben wir den auch knapp, soll der knapp reichen. Okay, das ist das große System, jetzt, was sie meinten. Also, wir haben ja 7, 9, 5, 8, 3, 6 von denen. Wir könnten das eigentlich verbinden, indem wir 7, 6, 9 schicken wir das rüber. Wenn wir den haben, gleich auch rüber schicken.
Kommt er zu uns oder kommt er nicht zu uns? Das müssen wir erreichen. Es ist so ganz minim, bewegt es sich noch. Halb müsste doch reichen, oder? So schicke ich ihn halt runter. So, jetzt heißt es auf ganz alle Fälle. Achso, sie hört uns schon, okay. Ah, warte mal, das weiß ich noch gar nicht, echt? 6. Ah, Mist, das reicht nicht, echt? Brauchen wir noch mehr, denn 4, 7. Das ist Kreuz. So, jetzt reicht's aber. Okay, jetzt reicht's. Nee, das reicht noch nicht. Doch, es reicht. Der rote Strich, der muss über Mitte gehen. Puh, okay. Sehr gut. Das haben wir geschafft. Okay, Kapitel 3. Voll. Ja, okay. Gut. Denken Sie daran, Ihr Finanzen zu verwalten. Ein Stipendium ist immer nützlich. What? Ich habe irgendwas verpasst. Mission starten. Ab sofort sind Ihre Emissäre in begrenzter Anzahl verfügbar. Okay. Für jeden der 4 vorhandenen Attribute entsprechende Attributspunkte. Okay. Der Pfeil. Ah, eben. Pfeil sagt hier den Kästchen mit den Punkten, die dem Biss entsprechen. Okay. Hier die Punkte, die dem Nullglauben sprechen. Ja. Eis kommt in etwa. Okay. Das wurde nicht übersetzt. Hier denjenigen, die der Karo-Kunst entsprechen. Okay, alles klar. In jedem Feld ist die Gesamtzahl der Punkte, die Sie haben. Sie können einen neuen Emissär pro 10 Punkte einstellen. Und hier die Anzahl der Emissäre für jeden Attribut, den Sie noch einstellen können. Okay, boah. Darf man sagen, es ist sehr klein, das Interface. Also ich sehe 8, 5, 9. Und da ich es hier mit einem recht breiten Bildschirm spiele, ist es hier echt weit außen von meiner Sicht. ja. Gut, egal. So. Nehmen Sie jetzt diesen System in Besitz. Okay, jetzt müssen wir echt sparsam sein mit unseren Punkten. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich nur so viel einsetzen, wie wir brauchen. Wisst ihr das? Reicht ein Gleichstand oder nicht? Wäre ich sicher. Wir schicken mal. Ah, gut, geht ja automatisch, stimmt. Kriegen wir jetzt ja Punkte? Oder kriegen wir jetzt 4 Punkte? Oder wenn wir die jetzt übernehmen, kriegen wir dann mehr? Hm. Ich glaube, kurz auf die Werte schauen. Okay, wir können. Boah, okay. Sehen Sie, mit diesem System haben Sie Punkte verdient. Sie können jetzt weiter Emissäre einstellen. Ja, pro 10 Punkte ist es, oder? Okay, schauen wir mal. Ich teste jetzt mal, ob es reicht, wenn ich das mit gleich viel. Ne, sag ich nicht. Ja, dann mit denen. Also muss schon mehr haben. Der Glaube muss schon stärker sein, als das System schon bereits verbraucht, sozusagen. Ich kann ein bisschen beschleunigen, wir haben eh keine Feinde zur Zeit. Geht es ganz bisschen schneller voran. So. Das müsste eigentlich reichen. Wir sind noch gar in der Mitte, oder?
Mir ist doch nicht reicht, unglaublich. Jetzt einfach so ein Einzelner, nicht über Punkte. Das ist was, Steine kosten 22, Wartung. Und woher kriege ich das Geld? Dass vielleicht etwas auch noch reinkommt im Spiel, ne? Was ich ja so gar nicht sehe. Okay, also das reicht anscheinend noch nicht. Okay, ich teste jetzt. Ich habe noch Punkte für das eigentlich. Manufaktur. Aber also man kann hier noch Sachen ausbauen, echt? Aha, okay, wir können noch Upgrades machen. Interessant, okay. Ich schicke jetzt mal das hier rüber noch. So. Systemskultur brauchst du mehr Nullpriester. Sind die hier. Wie baue ich die jetzt? Um die Punkte in den Attribut zu erhöhen, können sie Gebäude aus dem System bauen, zumindest 4 Punkte entsprechend Attribut. Glauben. Aha. Okay, es hat sich jetzt erhöht. Nur leider nicht. 5, 5, 6, 5, 7. Reicht das, wenn ich das dazu, okay, schon was dazu, so wenig. Stadelle. Reichtumspunkte. Wissenspunkte. 5, 6. Eigentlich müsste ich das, wäre das ja. Kann ich auch was ausbauen? Okay, da kriegen wir Wissenspunkte. Moment mal. Das reicht fast, aber nicht ganz. Punkte zu erhöhen, können Sie ein Gebäude auf ein System bauen, das mindestens 4 Punkte in seinem ansprechenden Attribut hat. Bisschen über. Kann ich hier auch. Ich gebe es mehr Glauben rüber. Wir haben schon 3. Boah, ich bin ein bisschen am. Es fehlt nicht mehr viel. Weiter. Die Manufaktur erhöht die Wissenschaft. Die Monit erhöht die Glauben, die Kunst des Reichtum. Okay. Klicken Sie aufs System und bauen Sie einen Monolithen. Das wird das.
Hab ich doch. Wie haben sie gebaut? Hier geht's doch noch nicht. Aber wir haben 5 von dem. Fünf, sechs reichen 5. Moment. Nicht alles zurück. Es reicht natürlich nicht. Kann ich ihn dazu kaufen jetzt? Sechs, vier. Warum sage ich das blau? Ach. Sechs, acht. Jetzt haben wir 6. Immer noch 6. Ja, wir können ja nur dem System den bauen. Der erlaubt uns das nicht, das den zu bauen. So wie der auch nicht. Also wir können ein System bauen, da haben wir ihn gebaut. Das irritiert mich aber, wir haben ihn gebaut. Also ich kann ihn jetzt erobern, aber vom Wegen kann ich es gar nicht machen. Also kann ich zweimal selber schicken, ich kann auch mehr. Reicht aber nicht. Egal wie ich es drehe, bringt uns genau nichts. Also hier bringt es uns was, aber wir können damit ja nichts anfangen. Kann ja nichts klicken oder so, oder? Nee, kann ich nicht. Okay, irgendwas mache ich falsch, leider weiß ich nicht genau was genau das Problem ist, dass ich hier nicht weiterkomme. Aber ich kann dieses System nicht einnehmen. Das ist eigentlich, dass ich das hier bauen muss, habe ich gemacht, damit soll es ermöglichen, das zu erobern und es reicht doch für mich. Wir haben zu wenig Punkte. Und ich habe leider keine Ahnung weshalb. Weil wir hier nur 6 sind. Vielleicht muss ich anders anfangen. Schick mal die Systeme, die am meisten haben. Auch das hier. Ja, alles voran. So. Und das, zack. So. Und dann das hier. Und Dreieck, das hier. Wieder 5, 4. Sind immer noch 4. So. Glauben rüber. Es reicht aber nicht. Es reicht einfach nicht. Eigentlich wäre. Ach.
Wieso können wir das jetzt zwei Priester schicken? Noch einen dritten, da reicht natürlich, super. Lol, wieso geht denn das jetzt plötzlich? Okay. Gut, haben wir irgendwie doch noch geschafft. Ich war wohl nicht so naiv genug, dass ich dachte, man kann nur einmal pro eine Sorte dazu schicken und ja, es geht anscheinend mehrmals. Na gut, ich verlasse doch mal das Lernprogramm. Ihr seht, es geht hier steigend weiter. Das wird natürlich später dann auch noch die KI sein, die uns versucht gegen, ja, die Galaxie gegen uns zu verteidigen und anzugreifen, muss auch seinen eigenen Stern und so weiter verteidigen, dann so ein, ja, ein Spiel auf Zeit, sage ich mal, wer schneller erobern tut oder nicht. 10-20 Spiele auf jeden Fall. Ich denke, jeder, der gerne Knobelspiele macht, so Strategiespielbereich, ist das sicher ein Spiel für ihn. Link in der Videobeschreibung, wo ihr das Spiel herbekommt. Ich bedanke mich schon mal beim Publisher nochmal, damit ich dafür, dass ich heute also Key gekriegt habe, um euch das Spiel heute am Brüderstag entsprechend zu zeigen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.